Im Übrigen habe ich gemerkt, dass ich hier was kleiner bin im Bild. Ich weiß gar nicht, warum. Ach so. Und wo wir mal dabei sind, ne? Schaut mal. 50%. Beim letzten Mal, als wir es gespielt haben, und vor allen Dingen hier, 24 von 36. Beim letzten Mal, als wir es gespielt haben, stand da, glaube ich, noch 23%. Ach da. Luxe sind egal in Deutschland. Moment, naja, Luxe sind auch süß, trotzdem können die mich innerhalb weniger Sekunden beenden. Was? Luxe sind legal in Deutschland? Versuch, die mal in den iberischen Lux zum Haus zu halten. Da kommt der Umweltminister sehr schnell klopfen. Bisschen ASMR. Atmen von Kratos. Das Spiel ist schon okay, aber die Abbrüche machen einem ja eigentlich kaputt. Ja, vor allen Dingen, weil das beim letzten Mal extrem oft abgestürzt ist. Was schade ist eigentlich. Ich bin bei Haustieren so mehr der klassische Mensch. Ich finde Katzen süß, ich finde Hunde süß. Ich entscheide mich auch nicht für entweder Katzen oder Hunde. Ich finde beides gleich süß. Wir selber werden uns auf jeden Fall einen Hund kaufen. Mal schauen, ob wir das im nächsten Jahr schon mal für übernächstes Jahr angehen. Da wird es ein Hühnchen geben. Aber diese exotischen Tiere, mit Schlangen kann ich nicht so viel anfangen. Ist nicht ganz so meine Welt. Was haben wir noch? Spinnen, Skorpione, Echsen. Alles Tiere, die man sich anschauen kann, die auch hübsch zum Anschauen sind. Aber... ja, nicht so ganz meine Welt. Sorry, ich konnte nichts sehen, war von den nackten Beinen geschockt. So viel nackter Heu zu Weihnachten. Warte, hier. Ich bin nicht so flexibel mit den Beinen. Ich krieg's nicht höher, hast auch ein nacktes Bein. Doggo, was für ein Doggo? Wir wollen uns einen Dackel holen. Und da gibt es so Tigerdackel, die extrem süß sind. Da muss man halt schauen, ob man da einen bekommen kann. Die sind halt, das ist halt keine Mainstream-Rasse. Muss mal schauen. Hatte ich mal erwähnt, dass ich immer früher eine Vogelspinne hatte? Nein, hast du nicht erwähnt. Hatte mein Bruder auch. Bis sie dann irgendwann verendet ist. Nochmal geht Twitch, schau nicht hin. Ach, ich habe nur eine Hose an. Ich hab doch eine Hose an. Ich würde tatsächlich gerne etwas Hauptquest machen. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Sehr gut. Ich würde gerne etwas Hauptquest machen. Auch wenn mir natürlich nicht mehr so viel fehlt. Das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, wir könnten die Odin-Raben-Mission beenden. Ich müsste nur einmal die Raben suchen. Weil hier fehlt mir eine Rabe. Hier ist noch was Unentdecktes. Niflheim erst 38%. Weil hier drei unentdeckte Dinge sind. Hier ist noch ein Grabstein, den ich noch nicht finden kann. Deswegen machen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen Hauptmission. Hier gibt es noch zwei Raben, wo ich noch nicht weiß, wo die sind. Bei Dackel würde ich aber auf den Züchter achten. Rassehunde werden gerne von vermehrt als Modehund verkauft und sind dann krank ohne Ende. Das sowieso. Das sowieso. Da musst du extrem aufpassen. Das wissen wir aber. Deswegen niemanden nehmen, der auch nur im Ansatz nicht seriös wirkt. Alles andere ist brandgefährlich. Es fehlt immer noch Blumen. Die Hellrisse schließen. Wir machen erstmal Hauptmission. Zum Reinkommen. The best.
Ach, das ist Frey. Ich habe gerade gedacht, wer ist das nochmal? Everything. When you're ready, I'm not giving orders here, am I? Try to rest, Yngwie. Let the herbs work. Oh, they work? Oh, they work very well. Because you make things better. You always have. Since we were kids, I find a new way to get into trouble. Enough. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Okay. Du hast mal auf eBay geschaut? Oh, bloß nicht. Tu dir, mach das nicht, Birkchen. Schau nicht auf eBay oder eBay-Kleinanzeigen nach Hunden. Das ist grausam. Vor allem, dass Leute wirklich da Tiere kaufen. Es ist grausam. Darf ich einen Link schicken? Der gute Axo, ihm kann dir bestimmt mal ein Permit geben, wenn er gerade bei Dota Zeit hat. You really did it. How, in all the nine realms, did you manage to kill Heimdall? I knew our spear would do the trick. Well, happy Ragnarok, everybody. Let's drink. Is it true? Heimdall's dead. I can't believe it. There's no stopping it now. Odin swore peace only so long as you spilled no more Aesir blood. I refused that deal. Yet he honored it. But now... But what? You and I know better than anyone that Odin's promises never last. We have the advantage now. It's time to bring him down. No. None of you understand what's coming. Odin's vengeance will be his only concern. Not his only concern. The mask. Whatever knowledge it unlocks, that's what Odin wants more than anything. If I go back to Asgard, go I back. Can... Go back. Bist du verrückt? Look, if I can finish what I started there, awaken the mask, get answers, maybe that's our way out of this. But I gotta go soon, before they figure out what's happened. Als ob er das nicht weiß. Tschüss. You are home. Do not ask me to put you at risk again. He's at risk where he stands, Kratos. We all are. Anything we do or don't do is dangerous right now. But Odin needs me. He trusts me. I'll be safe there. Möchten wir nicht mal darüber sprechen, dass der kleine Junge tätowiert ist? Schon sehr lange? From a tactical perspective. Am I wrong? I don't much like it, but it is our best play. Dividing Odin's focus would buy us time. And give us a pair of eyes in the enemy's inner sanctum. But if there is truly a source of infinite knowledge, you can't let Odin have it. Aye. Once he has what he needs from you. Then I lose my leverage. I get it. I'll be smart. Father. Schwierig. I can do this. Hier am Hals? Remember our promise. Sieht man doch. You too. Der hat ja auch an den Händen, das ist ja das, was leuchtet. I hope you know what you're doing. Nee, das sind keine Schutzruhen. I do too, Sam. Ja, also würde mich wundern. Well, I still want to hear how you did it. You mean how we did it? Ah, you heard me. Oh je, jetzt sind wir wieder der Boy. Let's go, let's go, let's go. Oh no, I'm so sorry. That chime only responds to the axe. Yeah, and people who's falling. Sorry. Boy, boy, boy. We are the boy. Hauptsache, ich schreibe in den Titel Daddy Kratos Time und jetzt spielen wir den Jungen. Ich bin ein
rein, ach, hier sind die anderen beiden. Interessant. Fake Advertisement nennt man das, ne? Aber hatte der das nicht schon im ersten Teil? Der hatte das schon im ersten Teil, was ja noch viel schlimmer ist. Da war er viel jünger. Mann, Eritos, du hast den geilen Spruch vom Eichhörnchen verpasst. Was, dass der nicht da ist? Hm. Atreus, listen. I can't let you go back without this. Das ist ein Hammer. Your key, please. Bing. You ever need a way out of a bad situation? Throw this down hard and say Wergi. One use only. Wergi. Thanks, Indri. Hope I don't need it. Me too. Baby tätowiert, um es zwischen den anderen zu erkennen. Alright. Odin said Hugin would be waiting in the cabin. Mimir, anything else I should know about Odin? Maybe a weakness or something? Like if I flip up his eye patch, he'll disintegrate. I lied. Wouldn't that be? Yeah, no. Sorry, Mimir. I can't do your accent. I'm on my own for this one. Ich hab gerade die Frage gestellt, hä, wo spricht denn mit Mimir? Ist er jetzt über Geistesverbindung oder sowas mit dem? Das ist Baby hoch hinter den Türen an sie. Baby Nummer 2. Aber wo in Drei Teufels Namen hat Kratos eigentlich Fenrir hingeschickt? Der hat gesagt, geh nach, also go home, boy. Aber ist das hier nicht home? Hä? Da ist Fenrir. Nicht? Fen? Wirf das Stöckchen. You made it back. Hey. This is your wolf? Stop doing that. Oh, were you having a moment? It sort of looked like you were having a moment. I can go. No. Sorry. This is Fenrir. Yeah, süß. It's okay, Poop de Snoot. Ben. She's, Ja, Poop de Snoot. So, I was right about your knife. Huh? I'm glad you found a place for his soul. Me too. Hey, how'd you find me here? Loki? This is my marble. Is that a bit weird? And where are you heading off to? Back to Asgard. Hey, I'm actually using him. Uh-huh. Angerboda, look. Once I see this through, I'm gonna know everything. How to save my father, how to stop Ragnarok, and maybe, hopefully, how to bring our people back. Das hoffst du auch nur. Loki, those are all very noble intentions. But he's Odin. You have faith in me, right? Of course I do. I just hope the story you're writing for yourself is the one that you truly want. Would you take care of Fen while I'm away? I'll take good care of him. Won't I, boy? So süß. Ich möchte die Sprünge. Angbroda war doch eine von Lokis Geliebten, oder? Würde aber Sinn machen, tatsächlich. Würde tatsächlich Sinn machen. Be careful, Loki. Willst du deine eigene Murmel nicht behalten?
Tür. Ich habe keine Ahnung was. Die Krähe, die hier drin ist, die kriegt nicht mit, was okay. Da draußen ist. Alright, I just gotta help Odin complete the mask, but also make sure he doesn't get any answers from it. Easy, right? He's probably in a study. Ich glaube nicht, dass das einfach ist. Huh, nicely equipped. What needs work? Ja, Statuspfeile, ach, keine Ahnung. Ich bin bei den Bögen, die sind alle gut, aber ich merke halt kaum einen Unterschied, glaube ich. Just because someone isn't here to defend themselves doesn't mean they're guilty. I mean, what kind of messed up logic is... Heimdall's Hi. Suddenly this boy, who you won't stop hanging around, is nowhere to be seen? He's literally working with Grandfather! Oh. Well, that puts me so much more at ease. What I'm saying is that maybe you wouldn't feel so weird about it if you said more than a cold hello to him. Forsetti's investigating. So the truth will come out soon enough. Forsetti? I hope it does. Hi. You'd better go. Warum? Hallo? Ich möchte nur mal eins anmerken. Das Bild von Ihnen und Ihrem Mann, es ist nicht gut getroffen, ne? Also, sie sind schon hübscher als auf diesem Bild. You should leave. Ist okay. Ja, schon. Hi. Hallo? I don't really want to talk right now. Okay, schauen wir mal, was hier oben los ist. Hier ist wieder ein Fest. Okay. Die alle glauben, dass ich was damit zu tun habe. Also, was jetzt per se richtig ist. Aber, naja. Okay. Panic does nothing. Harness it. Hallo, Thor. Nicht? Heimdall's dead. Happen to know something about that? Anything? Well, I mean, everyone hated him. Sure, sure. But have you seen anything? Something noteworthy? I mean, you know, he did sock through it pretty hard while we were out. Maybe someone found out? Not even? I don't know. Ach, ich glaube, es ist das Tor. Are you suggesting my son had something to do with this? I don't know. Honest. Well, I had to ask. Never believed you had anything to do with this. I'm glad you're back. So, I figured out what went wrong. I mistranslated a word here. Did you know? I thought it said beyond the cry of cold breath, but it actually reads the cry of first breath. Well, that's somewhere else entirely. I know where that is. Young man, you've done it again. Go. Take the mask, take the sword, take the bird, find Thor. We're going to Niflheim. Ach. Ja gut, Niflheim hat ja auch noch was offen, ne? Na, mein Freund. Hey, Ingrid.
You wouldn't happen to know where Thor is. Yeah, I figured. Hallo? Können wir uns jetzt in Asgard umgucken wieder? Ich weiß seine Frau, wo er ist. Guten Tag. Hi, Sif. Do you know where I can find Thor? Allfather is sending us on another mission. Why would I tell you where to find anyone I cared about? Look, it's fine if you don't like me or trust me or whatever. But I want you to know that you're hurting her. Excuse me? Thrud's gonna be a Valkyrie one way or another. You know that. If you don't stand with her, you're gonna lose her. You may be working with Allfather and enjoying his little bubble of protection. But stay out of my family's business. Enjoy your freedom while you still have it. Ach, diese Frau ist so richtig nicht nett. Maybe I should stop by my room. Might be a while before I can fix up my equipment again. Ach was. Hast du was Neues zu tun? Nicely equipped. What needs work? Ja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Ich bleib weiterhin bei Schall. In der Hoffnung, dass das sinnvoll ist. Naja, man kann Sif verstehen. Atreus hat ihre Söhne gekillt. Ja und nein. Ja und nein. Also die Söhne sind ja geschickt worden, um die beiden aufzuhalten. Dann haben die den einen Sohn getötet und der zweite Sohn wurde ja quasi von Thor selber vermöbelt. Der Junge hat ihn ja nicht richtig getötet. Naja. Es ist schwierig. Hallo. Rude. Sorry, Allfather said I'm supposed to head to Niflheim with your dad. I haven't seen him around and I was wondering if you had any idea where he could be. He wasn't with Grandfather? No. I think I know where he might be. Follow me. I also wanted to talk to you about Heimdall. Apfel hättest du mitnehmen können. Not here. You're right. Later. Warum hast du den Apfel fallen lassen? Erst war Selbstverteidigung und so, beide waren Arschlöcher, aber für eine Mutter sind es ihre Söhne. Ja, was heißt Arschlöcher? Der eine war halt groß, stark und dumm wie Brot. Und der andere war halt ein weinerliches Mitläufel, ne? Also. Hübsch ist Asgard, ja. I told you I'd help your mom understand how much becoming a Valkyrie meant to you. I wanted to, let you know that I meant it. You didn't. And you're still alive? I did think she was gonna choke me with her hair. I'm honestly surprised she didn't. Kann sie? Thanks, Loki. Kann sie mit ihren Haaren irgendwas machen? Das klingt so, als ob die magische Haare hat. Rapunzelmäßig, nur ohne Heilung, mehr mit Tod. Ach, ist das eine Kneipe hier? Weapons aren't allowed inside. We'll have to check them. Why? Just do it. Come on. This way. Oh. Come on. They're not gonna let you in otherwise. Liegt der Hammer hier irgendwo? Ich sehe ihn nicht. Look around. He'll be here. Das ist so verrückt, dass wir die gegen uns kämpfen, hier einfach so rumstehen sehen. Gesundheit. Die haben Sauren als Garderobenwelle. Ja, hatten sie. Das ist ein Downgrade, oder? Hey, Thor.
Er weint jetzt seinem. Seems like it might be a bad time, so. If you need a der moment, Hammer liegt neben ihm. Totally understand. No rush, but. Right where I thought you'd be. What are you doing here? You shouldn't be here. You shouldn't have brought her here. Ja, sie ist dir selber hingegangen. What are you doing? Relaxing. Did I say no rush? I meant we should get going, right? We don't want to keep the Allfather. Quiet! He's right. You should get going. Dad? Don't do this. It's already done. Let it be known, the God of Thunder is good for two things. Killing giants and pissing me! Any man who disagrees will greet Mjolnir with its face. I can't. This isn't you. Thor. You've been waiting outside. Please, let's just... I said, quiet, boy. Und der tut das nicht so. Is... Oh, no. What? No, I... Oh, come on. No. I swear, that really wasn't... That's enough! Yeah, er kriegt einen Schlägerei. Hä? Ach, das Schwert hat den Bogen vorbeigebracht. Oh, how I've missed this! And he's still got it! Hau doch einfach mit deinem Bogen. do I have to fight? Get away from him! This place sucks! Through. I'm getting our weapons. What? Ich hab doch... Das. Guck mal, Thor steht da. Was? Thor pisst Met in den... Oh, nein, Thor pisst kein Met in die Becher. Bitte nicht. You could be helping more, don't you think? You could end... ganz kurz, möchten wir mal eins festhalten? Die Wunde an seinem Bauch, die ist immer noch blutverschmiert. Als ob die nicht heilt. Möchte ich nur mal so anmerken. Seriously? Hat er aber vorhin gesagt? Hat er das? Ach so, das mit dem. Nein. Der hat nicht gesagt, er pisst Met in den Becher. Er hat gesagt, the God of Thunder is good for two things: killing giants and pissing meat. Nicht in den Becher, nur dass er das pisst. Ja, aus dem Windschatten vom einen Gegner den anderen getroffen.
Und das war der Tod 500, weißt du? Das, was jetzt so unspektakulär gewesen sein könnte. Du könntest mehr helfen, nicht wahr? Du denkst, du könntest... Thinking to my eyes. Seriously? Come here. Nice. Ich hab doch Abwehr gedrückt. Willst du mich verkackeiern? Willst du mich denn fast... You could be helping more, don't you think? Thinking to my eyes. Seriously? Ob wir in dem Teil auch noch Tor töten? Alles der Grund, es ist immer der Controller schuld. Du weißt doch, wie das ist. Ich bin ein absoluter Weltklasse-Gamer. Komm schon. Geht doch. Lebensenergie. Hi. Wie der Hammer hier einfach durch die Gegend fliegt. Yes. Montar von der im Trainer. Yes. How are you still conscious? Geht doch. Ach, das Schwert kämpft gegen... Okay. Now shoot! Will Odin be mad I'm killing Inhriar? They're already dead. They can't really die again. Hauptsache, die sind jetzt Stufe 1. Süß. Süß, Stufe 1. Der ist... Da ist Sauron. Und Rage. Matchy Pumpy. What if you started again? Right now, just put down the... Grab his arms. Let's get him out of here. It's a good fight. Ich glaube, der ist schwer. I'm sorry you had to see him like this. No, no. It's fine. Really. Heavy ass man. Hey, I'm strong, but you gotta help me out here. Guck mal, wie die Wampe wackelt von ihm. Come on, it's not that far.
komplett seine Frau. Okay, ich dachte, da steht jetzt jemand vor der Tür. Thor? Get up. Wir haben das so geil gemacht. Rudy. You are going to Niflheim with Loki. All father's orders. You have to get up. I know you're disappointed. Disappointed? No, 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 no. That was a glorious fight. You can't even say you're sorry this time, can you? Because what's one more broken promise? Grandfather treated you like crap. You were struggling. I get it. But you can't just... Eigentlich finden alle Odin kacke, kann das sein? We're here for you. Mom and I are here for you. Even when you're here. Weil Odin auch kacke ist. You know that. I just thought this was behind us. I fucked up. Was hat er gemacht? You fucked up. Ach so, wegen dem jetzt gerade. Der muss nicht schnipsen. Can I get you a water or something? I'll be fine. You again? Let's make this quick. You in a hurry to get back to Asgard? Just get us to that mask piece. Niflheim. Witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass wir auch nach Niflheim so kommen. Warum ist denn da ein Loch in der Wand? Eben gerade? Weil Hammer. Weil Thor sich dachte, ich bin Bob der Baumeister. Ich nehme meinen Hammer und modelliere mal das Gebäude um. Ja. Das letzte Fragment tatsächlich finden. Okay. Frag mich ja, ob wir mit Kratos hier am Ende auch nochmal hinkommen. Well, this isn't the way. This ain't a treasure. Doch, genau das ist es. Bleib dabei, der MCU Tour ist mein Geschmack. If you came through Tyr's temple, then yeah. The mist. Ein wunderschönen Notverwirrt. Wie geht's dir? Frohe Weihnachten. 2 Stunden lang kann man es noch sagen. Danach wird's komisch. Das ist so wie im nächsten Jahr. Wie lange sagt ihr noch frohes Neues? Macht man das irgendwann nicht mehr? Wow, Ingrid. I wish you could smell these. Was, die Leiche da auf dem Boden oder was?
Ich finde immer, so eine Woche nach Neujahr geht's vielleicht noch. Aber irgendwann wird's komisch. Was it worth it? I don't know what you're talking about. Fine. But I hope you know what seeing you like that did to us. I was drunk, not blind. Nice. Easy. Ich meide Menschen bis zum 5. Danach sagt man das eh nicht mehr. Das ist auch eine Strategie. Tatsächlich auch eine Strategie. Normtechnisch ist bis zum 6. Januar vor Weihnachten und Neujahr noch okay zu sagen für Leute, die man noch nicht gesehen hat. Gibt's da? Ah, gibt's bestimmt. Ich spare mir die Frage, ob es da was vom Knigge gibt, weil es gibt alles vom Knigge. Okay, sowas wie eine Schuppe oder sowas. Hey, why can't we just fly over these guys straight to the mat? You think I want to carry you all that way? You're strong! I'm not your pack horse. You take this one. Dota dominiert, Dota gewonnen. Nice. Und hopp. Rude looks up to you. I hope you know that. Don't need a lecture about parenting from you. Just find the thing. Es ist aber auch komisch, wenn du als selber als Kind sowas machen würdest. Du und dein Paps, ihr habt ja auch eure deutlichen Probleme. Lass mich raten, es ist unter uns. Warum spielen wir heute God of War? Ist heute nicht Retro? Ich habe eine Umfrage gemacht. Das hier ist demokratisch manchmal. Manchmal ist es demokratisch. Ach, der pinkelt. Kommt da jetzt Miet raus? Da kommt auf jeden Fall Miet raus. Now we can go. Das ist kein Pinkeln. Nein, das ist kein Pinkeln. Da hast du recht. Das ist Loki, not a wee-wee. You really keep trying to... I don't even know what you're trying to do anymore, but you have no idea the kind of shit I've been through. Right. Half giant, son of a powerful god with impossibly high expectations. How could I ever know what that's like? Das stimmt tatsächlich. Das stimmt. Das ist eine Gemeinsamkeit zwischen Thor und Loki. Halbriese, einen göttlichen Vater und beide Väter haben eine sehr hohe Erwartung an ihre Söhne. Das ist verstörend. Das ist verstörend. Gefrorene Höhlen. Neat trick. Super. Warum treffe ich denn nicht? Echt, ist dir das gerade aufgefallen? Das ist mir tatsächlich jetzt erst aufgefallen, ja? Aber du weißt doch, wie es ist. Ich bin manchmal schwer vom Begriff und langsam. Interessant. Wie anders doch eine Welt aus dem ersten Teil aus. Ich
Ich habe durch den guten Tor nichts gesehen. Nichts. Nicht sehr hilfreich auf jeden Fall. Ach, oh. Ach, der hat die Eiswelle gemacht. Scheiße. Du bist viele Sachen, Eretos, aber schwer vom Begriff und langsam bist du nicht. Mit Sicherheit. Ah, manchmal schon. Manchmal schon. Überleg mal, wie oft ich den Chat verlese. So einfache Dinge fallen mir manchmal nicht auf. Und weg mit dir. Besser. Man muss auch mal einfach mal sich konzentrieren. Geht das? You know, I'm not trying to do anything. Nice. I'm just pointing out we're not that different. I got no interest in bonding over shared blood. Tja, nun, der Chat verlesen zählt nicht, da verliest sich jeder. Lass mich raten. Another wall of ice. Thor, could you? Thank you very much. Boom. Okay. I just want to add one more thing. If you can't be yourself, you also might not feel like you can follow your own path. That doesn't sound familiar to you at all. Ich glaube, der ja, wird auch früher oder später auf den Trichter kommen. Früher oder später kommt er auf den Trichter. Da ist es. What? Sehr gut. Ich überlege die ganze Zeit, was das verrückteste Weihnachtsgeschenk war, was ich je bekommen habe. So dass entweder sehr unnützliche oder einfach komische Weihnachtsgeschenke. Ich überleg die ganze Zeit, ob mir da irgendwas einfällt. Hämisches Eichhörnchen? Was? Die Anzahl der plünderbaren Heilungssteine wird weiter erhöht. Willst du mich verarschen? Das plündert Heilungssteine? Was es nicht alles gibt. Also, vielleicht ist das später sinnvoll, wenn man mit Kratos kämpft. Eine Freundin bekannt hat eine Milchpumpe zu Weihnachten bekommen. Top das. Eine Milchpumpe. Aber erwartete sie auch ein Kind oder hat einfach eine Milchpumpe bekommen? So, we've got some similar life experience. What does it matter? Seems stupid to gripe about the things we can't change. Who says we can't? Das ist richtig. Jump up!
Ich mag ihn ja, ne? Der haut ganz schön rein, der Freund. Ich freue mich schon, wenn wir Kratos wieder spielen können. Der Junge ist zwar cool, aber Kratos ist besser. Oh, guck mal. Piu. 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 Nein, sie hat nicht mal einen Freund, einen Mann oder will Kinder. Warum kriegt man dann... Das ist so, als würde ich einer Frau eine Penispumpe schenken. Macht ja auch gar keinen Sinn, oder? Oder als würde ich einem Blinden ein Bilderbuch schenken. Oder einer Person ohne Arme Handschuhe. Far from Ivaldi's workshop, right? Far enough. What the fuck? Frag mich nicht, ich hab's ihr nicht geschenkt. Ist doch bescheuert. Blasse Wiesen. Ja, aber hier, okay. Es gibt tatsächlich in den Atreus-Bereichen keine Collectibles. Damn it, Ancient! Again with the griping. Calling out a problem isn't griping. It's healthy. I bet you're glad I'm helping so much this time around. You're welcome. Das war nicht das, was ich machen wollte. Komm her. Ich vermute, da das Schenken anonym war, dass ihre Eltern oder Großeltern ihr einen Schubs geben wollten. Einen sehr übergriffigen und unpassenden Schubs. Aber wenn du keinen Mann hast, dann ist eine Milchpumpe so sinnvoll wie einen Lenkrad jemand zu schenken, der kein Auto hat. Das macht doch keinen Sinn. Also so ein Geschenk habe ich auf jeden Fall nicht. Was habe ich? Ich habe schon mal irgendwelche Deos und sowas geschenkt bekommen, die absolut verrückt gerochen haben. Also nicht gut. Damn it, Ancient! Wirklich nicht. Calling out a problem isn't griping. Bet you're glad I'm helping so much this time around. You're welcome. I will say the sword's doing work over there. You're lucky she's helping too. Komm schon. Ich bin echt schlecht in sowas. Ach, komm schon. Don't
Geht doch. I love Hellwalkers. You just blast them apart. Poof. Problem solved. Don't have to think, don't have to feel. Holz, Verbundleder. Eigentlich nichts, nicht, dass sie nicht brauchen, was sie brauchen könnten, ne? What the fuck? Wait, what? Moment. Diese Familie ist übelst toxisch. Deine arme Freundin. Schon irgendwie, ja? Ich weiß, über sowas beschwert sich mein Bürokollege immer. Weil er und seine Frau beide, also sie ist, glaube ich, 33, er ist 35, irgendwie so. Und das Thema Kinder wurde bei denen so oft angesprochen, dass es denen nur noch auf den Sack gegangen ist. Und sie konnten, also sie wollten es auch nicht zum 100. Mal beantworten. Das Ding hier. Through there, just ahead. Ach da. Jetzt erkenne ich das Muster von der Wand. This'll be fun. I don't think that's where we're supposed to go. So, I said it'd be fun. It was. Yappa! Okay. Der gute Thor hat mir da Bock auf Kämpfen offensichtlich. Quacksilber. Hier oben ist noch was. Aber Wölkchen, das musst du mal erklären. Du drehst den Spieß immer um. Was genau würdest du denn schenken? Würdest du dann deinen Eltern einen Rollator schenken? Oder schon mal so ein Beratungsgespräch beim Bestatter? Say when you see them again. Sif and Thrud, I mean. If all fathers pleased, it doesn't matter. Look, kid. I don't need you to solve my family problems for me. Just find the mask. Let's get out of here. Hätte ich da unten. Hätte ich hier unten mal die Maske nutzen sollen? Hier? Nee. Hier ist auf jeden Fall nichts. Nichts. Ich vermute, wir müssen jetzt wieder raus. Up this way. Looks like there's a path. Weiterhin der Weg. One path. Nicht beim Schenken, wenn jemand solche Kinder fragen. Ach so. Auf einen Wandplan zu Kinder zu bekommen, kommt dann halt ein. Die Untervermietung meines Uterus geht dich in feuchten Kehricht an oder ich sorge für Drama und schlechtes Gewissen. Ja, ich kann dir nur sagen, dass das bei denen nicht funktionieren würde. You're enjoying the freedom? Out here without Fabio looking over your shoulder? Well, yeah, I guess. It's different from what I'm used to. In a good way.
Was passiert jetzt? Looks like we gotta get up that cliff. Which I think means... No thinking. It's better when I know it's gonna happen. Oh, das wird so schlimm. Thor fängt an, dass ich ihn mag. Das ist nicht gut, Freunde. Das ist nicht gut. Am Ende mag ich Thor. Und wir müssen ihn trotzdem töten, weil er halt Odin einfach, ja, hilft. Scheiße. Oh, Kacke. Was war denn das gehörnte Biest da? Junge, 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 Junge. Ja. Machst heute was Main Story, oder? Ja, aktuell schon. Weil wir doch schon sehr gut geklärt haben und ich immer noch anscheinend Dinge auf der Karte habe, die ich nicht machen kann, so, weil sie jetzt unbekannt gemacht wird. Maybe. I can check. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nochmal wieder mit unserem Freund, weil... Ach, Thor, möchtest du das nicht mit uns machen? Wir haben leider den Schwertheft nicht dabei, ne? Schade. Das Schwertheft. 999 Hacksilber. Nice. Geile Zahl. Was ist das? Oder eher, was war das? Oh ja, Boy ist stark. Boy ist stark. I need a bigger challenge. Was ist denn hier drin? Thor, I hope everything goes okay when you see Sif and Thrud again. Well, hoping's better than thinking. It's a start. Ja. Ich finde es doch weiterhin schade, dass man nicht zumindest aus der Ferne vielleicht die Werkstatt sieht. Das wäre cool. So eine Referenz auf den vorherigen Teil. Ne? Außer da hinten war das, keine Ahnung. Bei den drei großen Statuen. Okay. Kaboom! Richtig artistisch, der Junge. Was ist das für ein Tempel? Und warum sieht das hier nach Kampfarena aus? Ja, hier stecken auch wieder überall Schwerter im Boden.
It's here. Gotcha. Phew. That was close. Thanks, Thor. Wasn't about to lose that map. Loki, you did it. Der We are ist on the echt. Verge of great things, all of our work together. You're welcome. Kriegt er den jetzt auch runter? Oh, nicht. I'm sorry. You are here. Why? His father murdered Heimdall. Forseti has proof. Take him. No. Leave him alone. I command it. You said no more Aesir blood would be spilled. You said family comes first. You don't think that this is retribution for him being here? He's put your granddaughter in danger. He's made your son miserable. Loki didn't kill Heimdall. His father did. Your daughter is old enough to make her own mistakes. And your husband started drinking again, all on his own. Dismissed! You two, a word. Ihr kickt ihn doch erst da runter. Can't you see what's happening? He's not protecting us. Magni, Modi, our boys. Oder greift er jetzt Odin an? We used to tell them stories by the fire. Do you remember? We would carve those wooden horses. We would play and laugh until the sun sank and they fell asleep in our laps. They were thrown at the Allfather's problems like brittle knives to a mountain face. And for what? What if Thrud's next? Oh no. Kill my sons. Sleep in their beds. Turn my father against me. My daughter. I have no idea what's happening. You know, I finally thought of something I can teach you. Hey! Stand down! Sindri better be right. Wergi!